Würde ich, wenn ich mit meiner Tochter spiele. Ohne Heimat leben. Ich lebe oder ich wohne in der Partitur, die ich jetzt dirigiere. Es ist positiv und negativ, aber dass wir keine Spontanität haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zum ersten Mal mit einem Orchester arbeite und wir finden eine unglaubliche Beziehung, das heißt, dass in 3 Jahren sehen wir noch wieder. Und das ist manchmal ein bisschen schade, ja. Wenn man liest zum Beispiel Bücher über die Vergangenheit, man sieht, ich weiß nicht, Rubinstein hat zum ersten Mal gespielt irgendwo, war gut, sofort nächste Woche ein anderes Konzert oder in 2 Wochen. Und gibt es auch etwas spontan, es wäre schön, ein bisschen spontan sein. Es ist eine Mischung zwischen Barenboim und Bill Evans. Wir sind seriöse Musiker, aber wir sind auch im Entertainment-Business. Und ich denke, es ist gut, dass wir das auch im Kopf haben, ja. Und diese Mischung zwischen Barenboim zum Beispiel und Bill Evans, ich denke, ist sehr gut, weil man hat etwas ein bisschen Disziplin und etwas ein bisschen tiefer in Musik, aber auch diese Spontanität und diese Improvisation und diese, ja, was kommt im Moment, ja. Aber ich glaube, wenn muss ich richtig seriös antworten, ich glaube sehr an Disziplin und Mitdenken und tiefer gehen auf der Bühne. Aber ich glaube auch sehr an Spiritualismus im Publikum. Ja, aber ich denke, das ist nicht unsere Arbeit, auf der Bühne spirituell sein. Es ist unsere Arbeit, dieses Spiritualismus für den Publikum oder sie geben. Oder ja, sie müssen etwas spüren, wir müssen nicht spüren. Aber wenn wir spüren etwas, das ist schon extra, das ist Luxus. Ich kann das nicht verstehen, wenn Dirigent oder Musiker, sie reden über Farben oder Atmosphäre oder was ist das? Wir reden über Forte, Piano, lang, kurz. Ungefähr. Das ist ungefähr unsere Sprache. Ja? Ich glaube sehr an Objektivität auf der Bühne, aber extrem Subjektivität im Publikum. Aber das wäre ideal. Ja? So, ich lese viel, ich denke, statistische Weise. Und Sprachen. Vielleicht das ist mein einziges Hobby. Zuerst, ist für den Kopf, das ist fantastisch. Aber auch, ich finde, das ist so toll, dieses Gefühl am Anfang, dass du hast schon komplizierte Ideen, aber leider deine Sprache ist sehr arme, ja, am Anfang. Und ich finde diese Klatsch, diese, ja, es ist sehr nett, ja, es, etwas passiert im Kopf, ja. Alles. Wirklich alles, muss ich sagen. Ich denke, ja, ich denke, das ist ein für jedermann. Es ist ein bisschen so, vielleicht meine Background ist ein bisschen anders oder hier in Europa anders. Ich bin in der Wüste geboren zum Beispiel, und es spielt schon eine sehr große Rolle. Ja? Ich bin in eine sehr ruhige Atmosphäre zum Beispiel geboren, richtig alles Klang, ja? Richtig nur Wind. Und auch, ich bin geboren in eine sehr kleine Stadt, relativ arme Stadt, wir können sagen, und es spielt auch eine sehr große Rolle. Ja? Musikalische Gesellschaft, sagen wir, war sehr klein, aber trotzdem sehr motivierte, weil natürlich, wenn man in der Wüste geboren ist, er muss alles machen. Ja, gibt es nichts in der Wüste, aber gibt es auch große Potenziale in der Wüste. Ja? Und das heißt, du musst etwas aufbauen, du musst richtig kämpfen, ja? Als Kind schon, du musst richtig kämpfen. Aber ich finde, es ist ein besonderer Background und sehr stark, spielt noch eine große Rolle. Ja? Allora, so, zuerst die Wüste, Mozart, Stefan Zweig. Kreativität, Tradition, du bist a nice word in Hebrew. What I like with the Konzerthaus, yeah, that I think in Vienna, es hat eine sehr, sehr besondere Vergangenheit, ja, weil es war ein bisschen like ein neues Wind, ja, in Wien. Ja, und ich denke, bis heute spielt ein bisschen diese Rolle. Aber das ist auch Tradition, aber nicht wie Musikverein. Ja, das ist Tradition, aber trotzdem immer ein bisschen Avantgarde. Und das ist schön, ist vielleicht Avantgarde ein bisschen, ja.